Abedere, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Ländle TV, der Tag mit Starbesetzung. Wir haben in dieser Sendung ein Interview mit Lorraine Huber, der Freeride-Weltmeisterin, für Sie. Zuvor aber sehen Sie jetzt die Bilder von der gestrigen Premiere von The Recall hier im Bregenzer Metro-Kino. Und Stefanie Eder hat mit Laura Bilgeri und Wesley Snipes gesprochen. Menschenschlangen vor dem Metro-Kino. Alle Zeichen stehen auf Filmpremiere. Vorarlbergs Schauspielexport Laura Bilgeri feiert Premiere von ihrem neuen Film The Recall. Das heimische Publikum zeigt sich gespannt. Was freut euch am meisten? Auf die Laura. Auf die Laura, absolut, ja. Weil sie ist so ein sympathisches Mädle und ich gönne sie, obwohl ich sie gar nicht kenne natürlich. Und ich habe so das Gefühl, jeder gönnt ihr das einfach. Und ja, dass es jemand aus Vorarlberg so rausschafft, ist natürlich schon. Unsere Dreharbeiten waren 2009 und da habe ich sie kennengelernt als 14-jähriges Mädel. Und jetzt ist sie einfach eine erfolgreiche Frau in Hollywood und das ist super. Und ich freue mich total für sie und ich selber als Schauspieler muss neidlos gestehen, toll, was sie macht. Wenige Minuten später war es dann soweit, Laura Bilgeri trifft ein. An ihrer Seite Hollywood-Schauspielkollege Wesley Snipes. Für ihn der erste Besuch im Ländle. Und wie ist der erste Eindruck? She told me quite a bit. It was very beautiful, beautiful landscape and she had a fantastic childhood here. So if that is indicative of the beauty of this land, that's bravo. I couldn't be any more proud. I mean, this is a dream come true for me, and presenting this movie together with him, with all my friends and family, especially this night, is so special to me. I can't believe it. I'm very grateful. I'm waiting to see all of the friends that she had when she grew up and to see how they will react to her now. You know, especially me the ones too. That were the straight haters. Exactly. Who said she couldn't, wouldn't, didn't, have. And well, and say like, and now you see where you're in the seats. You are buying tickets, huh? Got it. That's how it works, see? Nice. Buy a ticket. I like it. Any special favorite scenes you have? We can't tell you that. No, I'm not we can't give you the spoilers. You have to see the movie. You gotta go to see the movie. Yeah. You gotta see them, gotta see her. In the movie. In the movie. Gesagt, getan, Film ab. Die Meteorologen diskutieren darüber, woher diese mysteriösen Wolken kommen können. Was ist das nur? Irgendeine meteorologische Veränderung. Es ist da draußen. Das rote Licht. Mega stolz auf die Tochter, oder? Na klar, die hat das fein gemacht. Ist natürlich ein Film, der die Amerikaner natürlich, die sind ja ganz verrückt nach Aliens. Die müssen dauernd Aliens jagen und meine Tochter hätte gern mit, da will jetzt schon mit 12 Jahren und mit ihrem Handy Gruselfilme gedreht. Aber ich schätze, dass sie trotzdem demnächst in eine andere Genre wechseln wird. Ich muss sagen, Laura, super. Film, das ist nicht meine Abteilung, das ist Geschmackssache. Aber Laura finde ich super und ich wünsche ihr ganz viel Erfolg. Und ich glaube, sie schafft so wirklich noch zum Weiterkommen und ja, tolle Sache. Freut mich, ja. Ich finde, er war ganz cool. Also, Wesley, er war Action, Spannung, lustig, hat alles in der Kit. Also, moi moi. Zahlreiche Selfies, Fotos, noch mehr Selfies und Autogramme später konnte sich die Schauspielerin Laura Bilgeri fallen lassen und einfach nur genießen. Soweit unser umfassender Bericht hier von der gestrigen Filmpremiere von The Recall mit Laura Bilgeri und Wesley Snipes. Und für Sie geht es jetzt weiter mit einer sportlichen Meldung aus der Lustenauer Rheinhalle. Der EHC Lustenau hat gestern Abend einen neuen Exklusivsponsor für seine Torleute vorgestellt. Und zwar haben wir eine langjährige Partnerschaft beschlossen mit der Firma Simacek, die uns in Zukunft exklusiv die Torleute branden werden. Und wir haben eine Riesenfreude, dass wir diesen Deal mit der Firma Simacek machen konnten. Das Wiener Reinigungsunternehmen Simacek Facility Services mit Niederlassung in Wolfurt verbindet bereits eine langjährige Partnerschaft mit den Löwen, in die jetzt investiert wird.
Wir befinden uns hier im Innenhof des Klosters Mehrerau in Bregenz. Ich darf jetzt Freeride-Weltmeisterin Lorraine Huber bei uns begrüßen. Sie ist die Protagonistin des Films Struktur, die Skispur in der Kulturlandschaft von Hanno Markowitz. Jetzt bist du Weltmeisterin und als solche hebst du dich doch deutlich von anderen ab. Wie stimmt das zusammen mit der Botschaft des Films? Ich möchte eigentlich sagen, es ist jetzt keine ganz klare Botschaft vom Film. Also wir haben einen Architekturtheoretiker gebeten, seine Gedanken zu dem Thema auch mitzuteilen. Und es hat er, also der Dr. Peter Volker von der Universität Innsbruck, auf eine sehr nicht wertende Art und Weise geschafft. Und ich glaube, es kommt wirklich von Mensch zu Mensch darauf an, welche Botschaft sich da herauskristallisiert. Wie ist es dir gegangen, so grundsätzlich bei den Dreharbeiten des Films? Also ich finde es eine besondere Ehre, dass ich jetzt schon seit 2013 mit dem Hanno Markowitz arbeiten kann. Er ist Vorarlberger Filmemacher. Wir arbeiten sehr gut zusammen und unser Anspruch ist, einen kreativen und neuartigen Film zu kreieren. Und es geht da nicht nur um meine sportliche Leistung, eigentlich gar nicht so. Wir sind von dem immer mehr weg und wollten etwas Größeres auch erschaffen. Also ein Film, der nachhaltig ist, wo einfach auch ein Stück Kultur dabei ist und ja, von der Wertigkeit mehr dabei ist, wie rein die sportliche Leistung. Jetzt wird ja der Film am Spielboden am 20.11. In Dornbirn eben vorgestellt. In welchem Zuge wirst du dort zu erleben sein und kannst du vielleicht ein bisschen beschreiben schon, was dort alles passieren wird? Ja, also neben unserem Film sind andere ganz tolle Freeride-Filme zu sehen, also aus der ganzen Welt, hauptsächlich von der österreichischen Freeride-Szene. Ich werde vor Ort sein als Athletin, kommt einfach auch zu mir, kommt mal her, quatschen. Ich bin auch auf der Bühne dann zu sehen und rede über den Film und dann gibt es auch Autogramm-Sessions und wer ein Poster mitnehmen möchte, sehr gerne und traut euch ruhig mit mir zu quatschen. Vielen lieben Dank, Lorraine. Und was das Ländle dieser Tage noch so alles bewegt, das sind Sie jetzt mit den Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. Hydro-Alu expandiert. Geschäftsführer Manfred Rotschne im VN-Gespräch über Aluminium, neue Produkte und die Qualitäten der Vorarlberger Fachkräfte. Was darf ein Landtagspräsident? Was darf er nicht? Um diese Frage dreht sich eine aktuelle Diskussion unter den Landtagsparteien. Das war unsere Sendung aus Bregenz mit Stars aus der Vorarlberger Kultur- und Sportszene. Im Anschluss sehen Sie jetzt noch das Kachelmann-Wetter. Ich bedanke mich im Namen der gesamten Redaktion, dass Sie eingeschaltet haben. Wir freuen uns, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind bei Ländle TV der Tag. Bis dahin, alles Liebe. Zefix, das wird jetzt schon mal was werden mit dem Smart Home. Wissen Sie, das ist eine feine Sache. Das macht ein Fenster automatisch offen zu, damit ihr keinen Schimmel habt. Und das bei Schlechtwetter und auch wenn die Sonne scheint. Aber schauen jetzt zuerst das Kachelmann-Wetter rein, ich muss weiterkommen. Der Samstag startet, wie gehabt in den letzten Tagen, mit vielen hochnebelartigen Wolken. Da ist es meist grau in grau. Der Hochnebel reicht bis rund 1000 oder 1100 Meter hinauf. In Richtung Laiblachtal über dem Bodensee, da kann es daraus ab und zu leicht nieseln. Sonst aber ein trockener Tag und der Samstag, der freundlichere Teil vom Wochenende. Denn vor allem so Richtung Montafon hinein, Tannbergregion, Lechzürs, Verwallgebiet, Rätikon, da scheint auch noch für mehrere Stunden die Sonne. Also wenn Sie die Skisaison, die Wintersaison eröffnen wollen, zum Beispiel auch auf dem Bödeli oben, Winterstart, Skisaisonstart auf 1140 Meter, da gibt es 0 Grad. Sonst die Temperaturen so zwischen 5 und 6 Grad. Der Sonntag dann, da kommt eine Kaltfront, da gibt es eine Wetterumstellung. Da steht uns ein Wetterwechsel bevor. Schon am Sonntagmorgen viele Wolken da und die breiten sich dann ziemlich schnell über dem Land aus. Dabei auch Schneefallgrenze, ein Thema, die wird ziemlich weit unten sein, so bei rund 500 bis 700 Meter Höhe. Und dann im Laufe des Tages nur ein paar zögernde Aufhellungen, so über den größeren Tälern, also über dem Rheintal und Wallgau. Sonst bleibt es verhangen. Und oberhalb von 700 bis 800 Meter muss man sich auch auf Schneefahrbahnen einstellen. Temperaturen nur wenig über 0 Grad, 2 bis 4 Grad. Schauen wir kurz auf Anfang der Woche. Auch dort
eigentlich dann wieder die Beruhigung. Am Montag ein Gemisch aus Sonne und Wolken, bevor am Dienstag neues Nass kommt. Ortsgenaue Vorhersagen, wie es für Ihre Region ausschaut am Wochenende, das finden Sie auf kachelmannwetter.com.